Recht herzlich willkommen zur 129. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind unterwegs nach Minmus. Da können wir mal reingehen. Und von Kerbal nach Minmus, ne? Ja, ausgerichtet ist richtig. Wir gehen in die Map. Da ist unsere Flugbahn. Geht nach da hinten hin. Und kriegt den so rein. Naja. Ach so, ja. Das ist einfacher da zu machen, ne? Biofokus. Und ich würde jetzt ganz einfach sagen, lass uns mal bis hierhin warpen, ne? Ja, dass alles bis dahin geht. So, da kommt er. Und dann ist er da. So, jetzt sind hier ganz viele Linien. Was ist das hier? Eine Sun Apoapsis, okay. Wenn wir dann den Ausstieg verpassen, dann sind wir da verkehrt. So, und hier müssen wir irgendwo Retro brennen, ne? Ja. Ich glaube, wir können mal Warp hier machen, oder? Retrograde und dann einfach brennen. Und dann sollten wir irgendwann da drum rumkommen, oder? Irgendwann sind wir so langsam. Dass wir einen Orbit hier kriegen. Und da geht er schon rum. Und da ist es erstmal. So. 589. 300 sonst was. So, was hatte der Sach schon Dralo gesagt? Ich sollte mal dann schauen. Dass wir erstmal wieder in die Sonne kommen. Ist vielleicht gerade nicht verkehrt. Das machen wir als erstes. Da sollten wir hier umschalten, dann ist das auch einfacher, ne? Dann ein bisschen senkrechter kommen und dann ist erstmal wieder Energie da. Und dann können wir uns um Science kümmern, ne? Observe Mystery Go. Und da haben wir was. Und Keep Experiment. Ist das das Thermometer? Observe. Ne, warte mal, das war das nicht. Dann ist es das Barometer auf jeden Fall. Log Pressure Data. High over Minmus sind wir. Okay, das passt. Und jetzt ist noch die Frage, wo das Thermometer ist. Daneben liegend, ne? Log Temperature. Nehmen wir auch mit. Und dann Open Door. Und dann können wir das auch noch machen, oder? Und da gibt es auch noch richtig für. Keep Experiment. Close Doors. Review Data. Können wir wieder zumachen erstmal. Ja, das sind die drei Sachen, die wir machen müssen. Jetzt können wir noch Eva hier machen, glaube ich. Das bringt auch noch was. Okay. Was stand da gerade? Weiß ich nicht. Ein Report. Den nehmen wir auch mit. Und
dann gehen wir wieder rein erstmal. Ich wüsste noch, was da gestanden hat. Das konnte ich leider nicht sehen. Das war jetzt nicht so dolle, ne? Und was haben wir hier noch? Ach so, ich habe noch... Habe ich das schon gemacht? Ne, Control von mir habe ich schon gemacht, glaube ich, ne? Light on. Das geht auch. Crew Report. Ist das das gleiche wie eben? Nein, ne? Doch, das haben wir schon. Okay. Ja, das war's dann erst, oder? So, dann müssen wir hier mal gucken. Das sagt er, Deploy Shoot. Guck mal, jetzt ist das Licht an. Gut, das haben wir auch gemacht, glaube ich. Crew Hatch. Ne, das ist noch nicht Crew Hatch, also Paraglide hier, ne? Parachute. Höhe 1000. Ich glaube, das ist ja ganz gut, ne? Gut, das haben wir auch gemacht. War noch irgendwas? Ich glaube, es war nichts mehr, ne? Jetzt können wir... Podcast, was ist das hier? Interieur Overlay, das kann ich jetzt gar nicht. Control from here. Reaction Wheel normal, okay. Transfer Crew Control from here. Rename Vessel. Crew Report. Das ist alles richtig. Aber irgendwie fehlen mir hier gerade die Dingens. Sag schon. Die drei Retro-Guide-Dinger und so. Was habe ich denn jetzt verkehrt gemacht? Antenna Review, das war das, was wir schon immer haben wollten. Naja. Gehen wir wieder raus. Und mir fehlt jetzt tatsächlich hier der Retro-Geschichte und sowas. Was habe ich jetzt hier verkehrt? Dass das nicht geht. Ich habe doch Podge hier drin, oder? Das kann er, ja, genau. Aber warum macht er das nicht mehr? Remove Slot, ne. Interior Overlay. Was ist denn das? Okay, dann kann man ihn sehen. Alles klar. Wie er da drinnen sitzt, oder was? Hammer, oder? Naja, aber irgendwo steuern wir jetzt was falsch, oder? Normal. Ja, da haben wir jetzt irgendwie so ein Ding, wo ich ja jetzt gar nicht weiter weiß, ne? Ach, hier haben wir noch so zwei Satelliten mit Antennen und so, ne? Naja. Was ist das? Die Haken hier? Kenne ich ja gar nicht. Gone Orbital Spacewalk near Minmus. Haben wir gemacht. Cool. Build a new... Unknown Probe, that is. Build a new unnamed probe that has an antenna and can generate power. Ja, das macht's doch dann hier, oder? Müssen wir die ausklappen, damit wir das hinkriegen, oder was? Extend Antenna.
Extend Antenne, ja. Require complete. Weiß ich nicht, wofür das gut ist. Aber die machen wir erstmal wieder rein, bis wir die positioniert haben. Gott, geht. Was haben wir denn noch? Reach the... Achso, das geht erst in den Bereich da und dann muss das passen. Thermometer haben wir. Ja, okay, das ist alles soweit gut. Achso, und das ist das gleiche in grün, nur für den anderen. Alles klar. Gut. Ja, was mir jetzt definitiv fehlt, sind hier die Prograde, Retrograde-Geschichten. Ah, ich habe das SAS ausgeschaltet, irgendwie aus Versehen, deswegen ist das nicht mehr da. Alles klar. Gut. Jetzt würde ich sagen, machen wir bis hierhin. Warp hier. Und dann machen wir den da kleiner, ne? So. 25 hat der Baralo, glaub, gesagt. Oh, das geht aber fix. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass es so schnell geht hier. Dann machen wir das mal ein bisschen langsamer, ne? Können wir auch rechts klicken, ne? Das hatten wir auch schon mal. So, und das war zu viel. Dann wieder andersrum. Und einen kleinen Tacken wieder größer machen. So, jetzt haben wir es. Okay, dann könnten wir jetzt eigentlich erstmal bis hierhin warpen. Und dann machen wir die Versuche nochmal, oder wie ist das? So. Raus aus der Karte. Oh. Das ist jetzt Schatten, ne? Wie viel Strom haben wir denn noch? Okay, das ist noch voll, alles klar. Aber das sollten wir trotz alledem gucken. Wie müssen wir denn da sein? Warte mal, so sind wir jetzt. Karte raus. Sonne ist da, das heißt definitiv einfach erstmal senkrecht drehen, dann wird irgendeine Solarzelle schon in die Sonne gehen. Gut, dann müssen wir noch so drehen. Ne, das war verkehrt. So ist richtig. So sollte es passen. Da kommen wir auf jeden Fall wieder in die Sonne, ne? Gut, jetzt sind wir aber niedrig. Jetzt müssen wir hier mal Lock Pressure Data. Keep. Dann haben wir das Thermometer noch nehmen. Lock Temperature, Keep, dann Observe Open Doors und dann machen wir das auch noch. Passt auch. Dann, achso, zu können wir die Türen nochmal machen. Close Doors. Und Observe Mystery Go. Und Keep Data. So, jetzt haben wir alles, oder? Das. Den Fallschirm haben wir gemacht. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was noch war, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das auch so. Wir können jetzt hier noch
und Eva machen. Aber ich glaube, da gibt es nochmal Punkte, ne? SRS disengaged, okay. Wo ist er? Da ist er. Eva Report. Highlands, okay. Sehr interessant. Das ist dann auch fertig. Und dann drücken wir das B, dass wir wieder reinkommen. Und dann hat er das added. Gut, okay, da haben wir schon mal ganz viele Punkte eingesammelt. Wir sind gerade so ein bisschen am Wegdriften. Das müssen wir mal gerade ändern. Und das SRS an wieder machen, ne? Ne, das passt so. Ne. Und das SRS an. Und alles ist gut. Okay, das haben wir dann auch erledigt. Haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles da gemacht, oder? Damit sind wir da auch schon so weit. Okay. Wie viel Strom haben wir noch? Okay, das ist noch relativ voll, weil wir auch gute Batterien dabei haben. Das haben wir erledigt. Da müssen wir noch die Polardingens finden. Was er jetzt hier war, weiß ich nicht mehr. World First Milestone. Okay, da gibt es die Punkte für, oder was? Und das? Contract complete, Explore Minmus. Okay. Contract Parameter complete. Alles klar. Schließen wir das. Und was war das hier? Complete. Achso, das ist einfach nur abhaken, dass wir das erledigt haben, oder? Okay, weiß ich Bescheid. Alles klar. So, das ist einigermaßen in Ordnung hier. Der SRS, also... Täuscht das jetzt oder sind wir wirklich so? Naja, wird wohl passen. Gut, da sind wir jetzt im Schatten und dann müssen wir nächstes Mal gucken... Hier ist ja gar nicht mal so schlecht. Da können wir dann... Ja, ich schätze mal, dass wir sinnigerweise hier vielleicht die Satelliten dann... Ja, wir müssen das Manöver für uns planen. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir unser Rückfahrmanöver haben, sozusagen, ne, dass wir wieder zurückkommen, dann ist entscheidend, wo die Dingens, sag schon, die... Na komm, sag. Wo wir zurückkommen. Ups, das war viel zu schnell. Das da hinten ist doch Körbe, ne? Ja, denke ich mal. Was ist das da für einer? Oh, so weit. Okay. Da fliegen wir aber komisch raus dann, ne? Da muss man mal gucken, wo der beste Punkt dann ist, ne? Was haben wir da jetzt? 19 Millionen oder sowas. Oh, das wird noch schwierig, den Punkt zu setzen. Da müssen wir noch dran arbeiten, ne? keine Ahnung, warum jetzt das mir mal kommt.
Weil wir da schon an dem Punkt vorbei sind, oder was? Okay. Und dann haben wir ein Escape da sogar. Das wäre schlecht, ne? Okay. Da müssen wir dann noch dran rumbasteln. Wo das hinkommt, weiß ich dann auch noch nicht. Zwei Millionen sind es da. Da sind es 3 Millionen. Okay. Millionen. 333.000. 157. Und jetzt dann kommen wir schon runter, ne? Definitiv, ne? Okay. Wo ist der grüne Punkt? Da. Na, ich glaube, den setzen wir dann irgendwann nochmal neu, weil wir den jetzt gerade falsch drehen, in meinen Augen. Da ist er. 166. Das wäre gar nicht so schlecht. Na, okay. Das heißt, da irgendwo müssen wir dann escapen, um da hinzukommen. Alles klar. Sieht interessant aus, weil wir da irgendwie da wegfliegen, wo ich gar nicht vorgestellt habe, dass das so weg muss. Naja, gut, okay, dann würde ich aber erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.